Hallo liebe Eismann-Freunde und damit herzlich willkommen hier bei Dreimal Oberfranken zum ersten Film im neuen Jahr 2024. Zunächst wünsche ich euch ein gutes und glückliches neues Jahr 2024, vor allen Dingen aber viel Gesundheit und ebenso viel Spaß mit eurer Modellbahn. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auf ein gemeinsames neues Jahr und bin jetzt schon gespannt, was da alles so kommen mag. Der erste Film zeigt Züge mit Umbauwagen. Wir sind hier in Waidhausen und sehen, ja für mich zumindest, den klassischen Umbauwagenzug, bespannt mit einer 280. So durfte ich die Umbauwagen kennenlernen in meiner Jugendzeit und bin auch selbst mit ihnen gefahren. Im heutigen Film sehen wir also einige Umbauwagenzüge, das heißt Züge bestehen nur aus Umbauwagen oder auch teilweise nur mit einem oder zwei Umbauwagen. Da hat es ja viele verschiedene Varianten gegeben. Ich werde nicht allzu viel dazu erzählen. Es ist, denke ich, selbstredend. Ich zeige auch viele, viele Vorbildfotos. Da könnt ihr euch auch ein bisschen orientieren daran. Und wir besuchen die drei Anlagenteile Waidhausen, Michelau und Nürnberg. So wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Film. Ein paar Worte möchte ich dennoch zu den Umbauwagen sagen. So viel ich weiß, hat sich während ihrer Einsatzgeschichte bei der Deutschen Bundesbahn nicht sehr viel verändert. Zwei Sachen sind mir bekannt. Zum einen sehen wir jetzt hier bei dem vorderen Umbauwagen, da ist Raucher ausgeschrieben, während bei dem hinteren Umbauwagen ein Piktogramm Verwendung findet. Außerdem ist der Zweier etwas anders. Und zum anderen kann ich mich gut erinnern, dass die Umbauwagen an der Einstiegstür innen am Anfang hellgrün lackiert waren und mit dem Laufe der Zeit hat man diese Farbe dann auf orange geändert. Das sieht man natürlich jetzt bei diesen geschlossenen Umbauwagen nicht, aber das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Die Umbauwagen mit den Piktogrammen, die sind von Brava, die anderen von Rocco. Zu meiner Schande muss ich jetzt gleich gestehen, die erste Filmsequenz mit der 280 in Waidhausen habe ich eigentlich die falschen Umbauwagen eingesetzt. Zu Zeiten der 280, also Mitte der 70er Jahre, da hatten die Umbauwagen noch keine Piktogramme. Ja, so kleine Fehler passieren leider immer wieder. Ich habe mich dafür eigentlich im Grunde entschieden, die Brava-Umbauwagen einzusetzen, weil sie mir ganz einfach einen Ticken
besser gefallen als die Rokos. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann, aber die Brava Umbauwagen, die sind sogar in Lichtenfels beheimatet, also echte Oberfranken. Es folgt der erste Bilderblock.
Liebe Eisenbahnfreunde, das war eine typische Szene in einem Nebenbahnhof. Eine V100 setzt um. Wir sehen nun die gleiche Garnitur noch einmal. Allerdings ist diesmal vorgespannt eine orientrote V100. Ja, orientrot und Umbauwagen geht auch. Ich füge ein Bild hinzu. Es zeigt zwar eine 218 in orientrot, aber auch ein Umbauwagen. Es folgt ein zweiter Block mit Vorbildaufnahmen.
Thank you.
Jetzt folgt die Werbung. Entschuldigung, es kommen nochmal Vorbildaufnahmen.
Hatte ich eigentlich schon gesagt, dass es heute sehr viele Fotos vom Vorbild gibt? Liebe Eisenbahnfreunde, mit den Aufnahmen der 110 hier in Michelau endet der heutige Film. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Ich wünsche euch nochmal alles Gute fürs neue Jahr. Viel Gesundheit, viel Spaß mit der Modellbahn. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dreimal Oberfranken auch in 2024 treu bleibt. In dem Sinne, macht's gut, tschüss und servus.